was ich mitbekommen habe, war natürlich dieses unsägliche Posting von Heinz-Christian Strache, wo man sich schon die Frage stellt, wie empathiebefreit kann man sein oder wie ressentimentgeladen kann man sein, um das in diesem Augenblick posten zu müssen, auch wenn ich die Motivation durchaus verstehen kann. Niemand soll sich quasi vor Untersuchungen und rechtlichen Aufklärungen flüchten können in den Suizid und in den Selbstmord. Das ist so ziemlich das Ärgste, was man in diesem Zusammenhang sagen kann. Also das war schon ein bisschen haarsträubend, aber das ist ja als Heinz-Christian Strache und das sind quasi diese innerfamiliären Streitereien ganz offensichtlich innerhalb der FPÖ. Also ein bisschen schaut es schon so aus, als hätte da Herbert Kickl einen Vertrauten wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen und dass das dem dann natürlich auch nicht wirklich gut tut, psychisch, ist natürlich verständlich.